Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Astroneer, eine weitere Folge im Let's Play. Ach ja, in den letzten Folgen habe ich auch was von Waffen erzählt und so weiter. Ich habe mich hier auf den Chat verlassen. Dieser Turbo, den wir hier dran haben, der ist für mein Werkzeug. Der kann hier dran. Das ist der Erweiterungsmodus für das Bergbautool. So. Jetzt haben wir Turbo. Baut er wahrscheinlich schneller ab, gehe ich mal davon aus. Der Tank übrigens ist dafür, dass ich Erdreich überhaupt aufbauen kann. Wurde mir auch noch mit hingegeben. In der Pause. Oh, Energie. Wir haben keine Energie. Warte mal, wir brauchen... Guck mal, wenn ich jetzt Steuerung halte... So. Ja, ja. So, Energie. Papp das mal hier dran. Ach ja. So, warte mal, jetzt würde ich mal überlegen, wir brauchen hier überall andere Sachen, ne? Wir brauchen hier Kupfer. Die Schmelze ist ja überhaupt, um das Kupfer zu verarbeiten. Und hier wird Aluminium benötigt. Dann würde ich sagen, packe ich das, was ich im Rucksack habe, jetzt erstmal hier drauf. So. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Da wollten wir ursprünglich rein. Verbindung habe ich noch. Wunderbar. Gut. Ja dann. Strom haben wir. Schade, dass ich hier nicht stacken kann oder sowas. Whatever. In welche Richtung war das? Hier war das. So. Ab in die Höhle. Kupfer, Aluminium. Okay. Das da vorne, was wir am Anfang gesehen hatten. Ah, es leidet immer noch. Das ist ja geil. Skaten. Heaven is a Halfpipe. Ui, stopp, stopp, stopp. So, jetzt. So, rein theoretisch müsste das... Ach, Malachit ist das. Wozu bräuchte ich denn Malachit? Ist auf jeden Fall nicht das, was ich brauche im Moment. Shit. Okay, da ist vorne nochmal Malachit oder so. Oder Ferne ist Stinkeviecher. Die kenne ich noch, die sind böse. Hier scheint es auf jeden Fall tiefer zu gehen. Schauen wir uns das mal an. Allzu viele Verbindungen habe ich auch nicht mehr dabei. Das war natürlich jetzt nicht besonders gut vorbereitet. So. Ich glaube, hier gibt es nicht allzu viel. Out of Verbindung. Da geht es dann ganz schön tief runter. Mist, ich brauche auf jeden Fall mehr Verbindung. Malachit war Kupfer. Kann auch sein, ja. Ich brauche Aluminium mehr hauptsächlich. Weißt du was, ich werde jetzt das Zeug hier abbauen. Ich hätte auch gesagt, das Gelbe war Kupfer, kann ich mir erinnern. Aber dass das Malachit hieß... War das überhaupt damals deutsch übersetzt, Astroneer? Gab es das in Deutsch? Bin gerade etwas irritiert. Oh, keine Energie. Shit. Doch, Energie haben wir hier oben. Zack, und schon sind wir voll. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall irgendwie eine Batterie.
Die können wir wahrscheinlich auch mit Kupfer herstellen, gehe ich mir fest davon aus. Es würde zumindest Sinn machen. Und hier vorne gab es noch mehr, gell? Dann nehmen wir das erstmal alles mit. Haben wir es getötet? Dampft es aus? Sieht so aus. So, mal abgebaut, oder? Gas das Ding rum. Hört ihr das? Leichte Verdauungsprobleme. So. Jetzt Energie mitnehmen. So. Was ist das hier? Oh, Sauerstoff. Ich glaube, da ist so ein Ding, was wir erforschen könnten. Ich bringe mal den Stuff zurück. Ich habe zwar noch ein bisschen Platz an dem Bohrtool, aber ich bringe es einfach mal zurück. Besser ist besser. Sicher ist sicher, würde ich sagen. Besser ist besser. So, braucht man denn überhaupt irgendwo Kupfer? Aluminium brauchen wir hier vorne. Erstmal werden wir hier die Energie wieder aufsetzen. Da brauchen wir Kupfer, um den Drucker zu machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ups. So, jetzt nehmen wir das mal mit. Da machen wir uns neue Verbindungen für. Und dann drucken wir das erstmal hier. So, nehmen wir das mal weg, weil das brauche anscheinend. Oh, einer bleibt über immer. Na gut. Dann können wir das hier direkt rüber setzen. Da. Mittelgroßer Drucker. Wenn das ein mittelgroßer Drucker ist, dann gibt es ja noch einen großen Drucker anscheinend, wa? So. Was können wir denn... Muss ich das erst erfinden, oder was? Kann ja gar nichts auswählen hier. Oder es passiert ist, wenn die Energie dort durch ist. Warte mal. Wir schmelzen nochmal die drei Dinger ein. Gut. Ich würde das gerne umgehen hier rumliegen lassen. Jetzt, genau. Ein offener Einsitzer. Was kann man dann bauen? Ein Solarmodul würde ich gerne bauen. Da brauchen wir zweimal Kupfer. Ach, das ist ja perfekt. Dann haben wir nämlich auch mit Energie ein bisschen durch die Sonne. Wobei, die geht, glaube ich, gleich wieder unter, die blöde Sonne. Dann baue ich den mal dahin. Und das Ding... Ach, das geht da nicht drauf. Na super, jetzt geht die Sonne natürlich unter. Das ist natürlich perfekt. So, das war's. Na super. Was haben wir denn noch? Ein Solarmodul. Ein offener Einsitzer macht überhaupt gar keinen Sinn und das war's dann auch schon. Okay, es gab doch auch Batterien, die müssen wir wahrscheinlich erst alle erfinden, könnte ich mir vorstellen. Ich hefte das mal hier dran, nicht, dass irgendein Stämmchen kommt und das Ding dann wieder wegmacht. Das wäre natürlich richtig doof.
Zack, da dran. Da liegt noch was rum. Haben wir irgendwo noch Platz? Hier vorne noch, ne? Hier wird Aluminium benötigt. Das heißt, wir müssen erstmal Aluminium finden. So, sobald die Sonne aufgeht, sollte hier auch dann Energie reinkommen. Dann machen wir nochmal, würde ich sagen... Wird das verbraucht, wenn ich keine Energie brauche? Das ist eine gute Frage. Wir mähen mal hier den Rasen. Das müsste ja mit... Nee. Okay, das funktioniert so nicht. Wenn man so ganz leicht tippt, müsste es ja gehen. So. So, organisch. Dann machen wir das hier mal oben dran. Wird das jetzt trotzdem verbraucht? Ja, wird verbraucht, aber wo geht denn die Energie hin? Wahrscheinlich in mich. Hm. Gut, whatever. Das richten wir später. Wobei, das sollten wir jetzt direkt richten. Hä? Ich habe mich nach oben gearbeitet, nicht gut. So, in welche Richtung müssen wir denn? Das war wo der da. Hier vorne brauchen wir Aluminium, okay. Es gibt ein Upgrade zum Abbauen von Rasen, da bin ich mal gespannt. Kleines Solarmodul. Moment, kleines Solarmodul. Kupfer. Yes, aber das bringt mir nichts in der Höhle, ne? Das macht natürlich auch wenig Sinn. Kleiner Generator. Alignment Mod. Was ist denn der Alignment Mod? Ich will es ausprobieren. Ich hole mir mal ganz kurz ein bisschen Kupfer. Oh, da haben wir auch eins vergessen. Warte mal. So. Was ist denn der Alignment? Was gibt es denn noch? The Boost, den haben wir schon. Schmale Anpassung. Was ist denn eine schmale Anpassung? Hm. Eine breite Anpassung. Inhibitor-Mod. Geländeanalysator. Pff. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Wir probieren es einfach mal. Wir bauen mal Sonnen. Ne, brauchen wir Aluminium. Hahaha. So, wir hatten noch hier einen Booster. Alignment Mod. Komm, wir bauen mal so ein Ding. Mal gucken, was Alignment Mod ist. Alignment ist ja normal angleichen, ne? Und das muss bestimmt... Ja, das ist für das Ding auf jeden Fall. So, was können wir denn jetzt machen? Können wir jetzt hier irgendwie... Nee. Steuerung. Hä, wieso... Jetzt funktioniert das gar nicht mehr so, wie es vorher... Steuerung. Wird größer. Shift, Steuerung, Shift. Das ist ja doof. Der Mod macht Sachen, die ich nicht will. Warum? Okay, das ist auf jeden Fall ungewohnt. Alignment Mod. Hm. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, wenn ich weiß, was das Ding überhaupt macht. Cool. Können wir das hier kurz irgendwo hinheften? Mal den Kupfer hier hin und das Alignment Mod. Ist ja doof. Flutsch, machen wir da hin. So. So. Alignment Mod brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt wieder in Richtung Höhle und gucken mal, ob wir noch Material finden. Jetzt haben wir ja noch Verbindungen. Achso, da kann ich mir direkt welche herstellen. Geländeanalysator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Kanister, Verbindung. So, fertig. Fertig. So, jetzt müssen wir Aluminium finden, das wäre ganz cool, weil dann können wir andere Sachen noch bauen.
Wir skaten in die Höhle. Wir gucken mal direkt, wie es hier unten weitergeht. Springen musste man, um das Ganze abzubrechen. Das kann ich mir noch dran erinnern. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Wir packen das mal in die Decke, weil dann haben wir das Glück, wenn wir oben lang gehen, dass wir eventuell noch die Zipline verbinden können. Kann ich die wieder hier... Kann ich wieder ranpacken. Pack die mal an die Decke. So. Zack. Ups. Da wird die Strippe insgesamt ein bisschen kürzer, aber wir haben, wenn wir hier weitergehen, eventuell das Glück, dass wir dann oben nicht eine neue Leitung legen müssen. Zack. Ein bisschen umständlicher, das Ganze jetzt zu setzen. Zack. Jetzt müssen wir langsam mal hier ankommen. Das muss irgendwann ein Ende haben, das Höhlensystem. Also der Abgang, meine ich. Und, wie viel haben wir noch? Shit, wir haben keine mehr. Okay, ich muss mir nochmal Material besorgen. Na super. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir hier weiter den Abstieg vorbereiten in die Tiefe. Und mal schauen, was wir da unten finden werden. Das ist ein ganz schöner Weg nach da unten. Mann, Mann, Mann. Vor allem wundert mich gerade, dass ich kein Material mehr dabei habe, um überhaupt diese Verbindung machen zu können. Schauen wir mal. Gut, bis zur nächsten Folge von Astria. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.